Welch eine schöne Formulierung des Themas, das wir heute haben, über das wir heute nachdenken wollen. Gott ist da. Gott ist da. Wir sind nicht alleine gelassen. Gott ist da und bringt Leben. Ich beginne mit einer Kindergeschichte. Irgendwann 1800 und noch ein bisschen in England. Ein Landstreicher hört auf einmal Schreie von Kindern, die an Bahngleisen spielen. Da sollte man ja eigentlich nicht sein als Kind. Und sie spielen dort und ein Junge hatte sich unglücklicherweise an einer Signalanlage, an einem Stellgleis verfangen. Er kam nicht mehr los. Er saß fest. Die anderen Kinder versuchen ihm zu helfen, aber auch das misslingt. Sie können den Jungen nicht frei bekommen. Und der Landstreicher kommt dazu und er versucht es auch, aber auch er scheitert. Er kann ihn nicht freimachen. Unglücklicherweise ist die Unglücksstelle gerade am Ausgang eines Tunnels, dieser Bahnschiene. Und die Kinder laufen schnell ins Dorf, weil sie jetzt dringend Hilfe brauchen. Sie müssen jetzt auf jeden Fall ganz schnell den Jungen frei bekommen. Sie laufen ins Dorf, um schnell Hilfe zu holen. Aber das geht natürlich nicht so schnell. Plötzlich ertönt ein lauter Pfiff, eine Fanfare vom Zug, und der Zug rast auf der anderen Seite des Tunnels in den Tunnel hinein. Und nun sieht man beim Jungen auf dem Gesicht Todesangst in seinen Augen. Er sieht den Tod vor sich. Was sollte er tun? Der Landstreicher versucht nochmal, seinen Fuß etwas zur Seite zu bewegen, von der Schiene wegzubekommen, und das gelingt ihm tatsächlich. Der Junge ist nicht frei, aber er ist zumindest nicht direkt an Bahngleis gefesselt. Und er befiehlt dem Jungen von der Seite, dass er sich ganz flach legt, auf die Bahn, also auf das Gleiche, das einzig Richtige ein. Er legt sich mit dazu, mit dem Jungen auf das Gleisbett. Er drückt den Jungen ganz stark an sich heran und er drückt den Kopf nach unten, in das Gleisbett hinein sozusagen. Und der Zug donnert über sie hinweg. Beide sind kreidebleich, aber beide sind wohlauf. Sie sind gerettet. Der Landstreicher schenkt dem Jungen noch einmal das Leben. Kurz danach kommt Hilfe, der Junge wird befreit und der Landstreicher, bevor eine Feier kurz improvisiert anfangen kann, der Landstreicher verschwindet so plötzlich, wie er gekommen ist. Nun kann man sagen, okay, das ist ja nur eine Geschichte. Nebenbei, es soll sich wirklich so zugetragen haben. Aber was ich wirklich sagen möchte ist, so ist Gott. So ist Gott. Er kommt, Gott ist da und schenkt uns Leben. Er gibt uns wirkliches Leben, so wie bei diesem Jungen, der das Leben neu geschenkt bekam. Und Gott ist so wie der Landstreicher in dem Sinne, in der Geschichte. Er kommt in unser Leben hinein. Er drückt sich mit uns in den Schmutz hinein. Er nimmt auf sich unsere Angst, genauso wie der Landstreicher es ja auch tat. Er hatte ja auch furchtbare Angst. Und in dem allen bahnt er uns den Weg vom Tod zum Leben. Aber es ist halt nur eine Geschichte, sagst du dir. Doch da gibt es eine Parallele. Und das ist unser Thema heute. Gott ist da und bringt Leben. Just dort, wo wir uns verfangen hatten, dort, wo wir uns nicht befreien konnten, dort ist Gott auf einmal in unserer Mitte und hilft uns und macht uns frei. Gott ist da und bringt uns Leben, eigentlich grenzenloses Leben, wenn wir an ihn glauben. Ein Déjà-vu-Erlebnis, also etwas, was wir eigentlich schon in der Kindergeschichte jetzt gehört haben. Beim Sündenfall, da gab es einen Bruch zwischen dem Menschen und dem allmächtigen Gott. Der Mensch hatte sich verfangen in der Sünde. Aber Gott war auch damals schon da. Gott war damals da, nur der Mensch ertrug seine Gegenwart nicht. Der Mensch wollte nicht, dass Gott da ist. Gott rief: Adam, wo bist du? Und Adam und Eva versteckten sich, denn sie waren plötzlich jenseits von Eden. Sie waren plötzlich
quasi aus dem Paradies hinaus katapultiert worden. Wegen der Sünde. Was war geschehen? Nun, der Mensch hatte eine Kleinigkeit falsch gemacht. Eine Kleinigkeit. Es war nur ein kleiner Fehltritt. Mehr war das doch gar nicht, oder? Und doch, es war der Super-GAU schlechthin, was damals geschah. Das war der größte anzunehmende Unfall, den man sich vorstellen kann. Der Tod war mitten ins Leben hineingekehrt. Adam und Eva wussten gar nicht, was das ist, was das bedeutet. Aber spätestens als Adam und Eva ihren Sohn Abel begraben mussten, wussten sie, wie Sterben sich anfühlt, was es heißt, du wirst des Todes sterben. Und sie wussten auf einmal, Gott meint es ernst. Und er tut, was er sagt. Seit diesem Fehltritt, seit diesem Super-GAU der Weltgeschichte, seit diesem Sündenfall, wie wir ihn nennen, seit diesem Sündenfall sind viele Menschen bereits beerdigt worden. Viele Menschen sind gestorben. Ja, ich müsste wahrscheinlich sagen, alle sind sie gestorben. Nach der Bibel nach vielleicht zwei, die nicht gestorben sind, sonst sind sie alle gegangen. Das ist die eigentliche Dramatik. Heute spricht keiner davon, keiner darüber, über die eigentliche Dramatik, dass wir Menschen alle ein Verfallsdatum haben, dass wir Menschen alle sterben müssen eines Tages. Es gibt nichts sichereres als den Tod. Der Tod ist todsicher. Aber nun kommt Gott in unser Leben hinein. Und Gott kam auch damals in das Leben von Adam und Eva hinein. Und wie damals Gott rief zu Adam, Adam, wo bist du? Denn Gott sah ihn, aber da war etwas dazwischen, zwischen ihnen, den Menschen und Gott auf der anderen Seite. Da war eine Tiefe, eine dunkle, eine kalte Schlucht oder ja, eine Kluft, eine tiefe Kluft dazwischen, die Kluft des Todes. Aber nun wird es Weihnachten. Nun wird es Weihnachten und Gott ist da. Weihnachten bedeutet ja, dass es die Nacht, in der der ewige Gott uns seinen Sohn weiht. Weihnacht. Man kann auch sagen, er schenkt uns seinen Sohn. Oder sollte ich besser sagen, er liefert uns seinen Sohn aus. Das wäre wohl die richtige Bezeichnung, Formulierung. Denn er wusste, was es bedeutet. Er wusste, was ihn erwartet, unser Herr Jesus. Denn Gott ist ja allwissend. In Johannes 1, Vers 11 steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch das ist eine Tragödie. Aber das wusste Gott. Und nun ist Gott wieder da. Zu Weihnachten schenkt er uns seinen Sohn. Er straft uns nicht, sondern er wendet unser Todesurteil in ein grenzenloses Leben um. Ist das nicht fantastisch? Unser Todesurteil in grenzenloses Leben, nicht in lebenslang. Das wäre ja juristisch gesehen gar nicht so viel besser. Aber grenzenloses Leben, unbeschränktes Leben können wir haben. In Johannes 10, Vers 10b, die Stelle, die ich gleich nochmal lesen werde, heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Leben im Überfluss. Leben, das nicht endet. Hier schon beginnt und das nicht endet. Und jetzt verstehen wir, warum wir eben Psalm 23 rezitiert haben. Psalm 23 und Johannes 10 haben etwas gemeinsam. Und zwar ganz Entscheidendes. Es geht um den Hirten. Es geht um den guten Hirten. So wird er hier vorgestellt. Und es geht hier dabei, das ist ja nichts anderes als ein Synonym für Gott. Es geht hier um Gott. Und das ist das wirklich Unfassbare, dass der ewige Gott sich um uns Versager kümmert. Denn Gott ist da und schenkt Leben. Er lässt uns nicht einfach laufen. Das Thema heute Morgen, Gott ist da und bringt Leben, grenzenloses Leben. Lasst uns einmal Johannes 10, Verse 7 bis 11 lesen. Da heißt es, da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind,
Die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jetzt verstehen wir, der gute Hirte, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Warum wir diesen Text auch vorher gelesen haben. Es geht um den großen, guten Hirten der Schafe. Und wir wissen, dass Schafe schutzbedürftig gewesen sind. Schafe können sich alleine nicht helfen. Sie sind abhängig von dem Hirten. Wir sind abhängig von ihm. Gott ist da und gibt Leben. Erstens das natürliche Leben. Er gibt uns das natürliche Leben. Aber das natürliche Leben ist sehr fragil, sehr schutzbedürftig. Aber es ist wertvoll. Es ist fragil und doch wertvoll. Schafe sind ja keine majestätischen Tiere. Schafe sind nicht dynamisch und kraftvoll, wie ein Löwe oder ein Tiger es sein könnte. Schafe können sich nicht verteidigen. Sie sind hilflose Tiere. Schafe sind auch schlichte Tiere. Man kann sagen, das sind dumme Tiere. Schafe sind dumm. Sie können sich noch nicht einmal aus den Dornen befreien. Wir kennen die Geschichte des einen Schafs, das sich verloren hatte. Das hatte sich in den Dornen verfangen mit seinem Fell. Noch nicht einmal das kann das Schaf alleine. Das Fell wurde zur Falle für das Schaf. Schafe sind schlichte Tiere, denn sie können ihr Fell noch nicht einmal selber sauber halten. Die Katze, die reinigt sich ja selber. Die putzt sich ja immer heraus, die Katze. Sie hält ihr Fell sauber, die Schafe nicht. Die können das gar nicht. Und würde man ein Schaf nicht immer wieder sauber halten und sauber machen und das Fell scheren, dann würde es durch die eigene Verdreckung, durch den eigentlichen Unrat, den es ja weiter ausgibt, würde es sterben. Schafe benötigen eine Rundum-Betreuung. Sie benötigen Leitung, denn sie wissen auch gar nicht, wo sie hingehen sollen. Der gute Hirte muss sie führen. Er führt mich auf rechter Straße, so heißt es in Psalm 23. Und die Schafe benötigen einen Schutz. Auch unser Leben ist sehr fragil und schutzbedürftig, wie das Leben der Schafe. Ich habe euch mal was mitgebracht. Das ist eine Police einer Lebensversicherung. Mein Arbeitgeber irgendwann mal hat er für mich dann halt diese Lebensversicherung abgeschlossen. War ich auch ganz froh drüber. Dann beim Lesen dieser Versicherungspolice stelle ich fest, da steht auf der zweiten Seite Leistung bei Rentenbeginn. Also dann, wenn ich in Rente gehe. Wunderbar. Und dann heißt es Leistung im Todesfall. Hoppla, ich dachte, ich bin versichert. Ich dachte, ich bin lebensversichert. Scheinbar doch nicht. Ihr kennt vielleicht alle den Werbeslogan von Allianz. Allianz. Ihr kennt vielleicht alle diesen Werbeslogan. Hoffentlich Allianz versichert. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, oder? Also, es ist ein großer Betrug und eine völlig falsche Bezeichnung. Eine Lebensversicherung als eine Versicherung für das Leben zu bezeichnen, das kann höchstens deine Nachkommen etwas absichern, etwas abfedern. Aber eine Lebensversicherung kann kein Leben geben, denn die Lebensversicherung ist ja nicht Gott. Und Gott alleine, der Schöpfer des Lebens, kann auch Leben geben, auch ewiges Leben geben. Man müsste vielmehr sagen, nicht Lebensversicherung durch eine Lebensversicherungsgesellschaft, sondern man müsste sagen, Lebenszusicherung. Und Gott sichert uns Leben zu. Lebenszusicherung durch Gott. Viel mehr wert als eine Lebensversicherung. Das ist nur ein paar Euro und das war's. In Matthäus 16, Vers 25 heißt es, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten, der wird's finden.
Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann meint er damit die Tür zum Schafstall. Und der Schafstall war ein Schutz für das Leben der Schafe. Die Schafe wurden morgens hinausgeführt auf die Weide. Deshalb heißt es ja in Psalm 23, dass er mich auf rechter Straße führt. Sie wurden hinausgeführt auf die Weide. Und am Abend, wenn sie weit vom Schafstall entfernt waren, da wurden sie eingezäunt. Und das nannte man Hürden. Das waren auch die Hirten, die auf dem Feld bei Bethlehem waren. Sie hüteten des Nachts ihre Herde, die in den Hürden war. Hürde, man kennt es heute noch vom Hürdenlauf, ist eine Verankerung sozusagen in der Erde, ein gewisser Schutz. Die Schafe mussten eingezäunt werden. Aber noch besser ist es, wenn sie nicht nur eingezäunt wurden, sondern wenn sie durch die Tür in den Schafstall hineingehen konnten. Weil da waren sie absolut sicher, da waren sie safe. Da konnte ein Wolf kommen oder ein Bär oder sonst noch was. Sie waren sicher im Schafstall. Besser noch hermetisch abgeriegelt. Und dort hatten sie quasi eine All-Inclusive-Versorgung und Absicherung. Wer den Schafen etwas antun wollte, nachdem sie durch die Tür gegangen sind, der musste am Hirten vorbei, wenn die Schafe eben durch die Tür gegangen waren. Jesus sagt, ich bin die Tür. Mit anderen Worten, ich schütze dein Leben. Er schützt unser Leben. In unserer Zeit brauchen wir wohl keinen guten Hirten mehr, zumindest wenn man das so jetzt mal politisch vielleicht auch sieht. Die Einsetzung des Bundeskabinetts letzten Mittwoch sprach deutliche Worte, deutliche Bände. Es gibt ja bei der Einsetzung, bei der Vereidigung gibt es ja diesen Zusatz, so wahr mit Gott helfe, oder den Zusatz, ich schwöre. Einfach nur, ich schwöre. Als ob ich was sagen könnte. So wahr mit Gott helfe, haben 9 von 17 Kabinettsmitgliedern gesagt. Sie bezogen sich auf die Hilfe Gottes. Ob sie alles richtig machen werden nach oder nicht, das ist auch vollkommen Banane. Das ist nicht die Frage. Und wir sind vielleicht mit Politikern unzufrieden. Das mag ja sein. Und zwar vielleicht auch zu Recht. Aber das ist nicht die Frage. Es ist die Frage, ob ich mich auf Gott beziehe oder nicht. Ob ich das nicht nötig habe. 8 von 19 Minister, also der Rest, also sie hatten es nicht nötig, sich auf Gott zu beziehen. Sie haben einfach nur gesagt, ich schwöre, einschließlich des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Interessanterweise, von den Grünen war es keiner, der sich auf Gott bezog. Bei der FDP waren es alle 9 Minister. Man höre und staune, die FDP, 9 Minister, die so wahr mit Gott helfe gesagt haben. Beim letzten Kabinett bei Angela Merkel waren es allerdings 13 von 16, einschließlich der Kanzlerin. Aber das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist nur zu wissen, wir brauchen keine Hilfe mehr. Wir sind uns selbst ein Gesetz. Keine Frage, wir sind gottlos geworden, denn wir sind gottlos. Wir haben uns von Gott abgekoppelt. Dann dürfen wir uns allerdings auch nicht wundern, was dann geschieht. Unser Leben ist nicht nur schutzbedürftig, sondern es ist auch kostbar. Erklärung möchte ich jetzt einmal dazu sagen, wenn Jesus sagt, so wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Dann meint er, dass das Leben der Schafe sehr kostbar ist und dass er sich selbst um uns kümmert, dass er uns vorangeht und uns zur Weide führt, zur guten Weide. Weide steht für Wohlergehen, dass es uns gut geht, dass wir Leben haben. So heißt es in Psalm 23 eben, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wie kostbar. Weil das Schaf dumm ist, unbeholfen und wertlos erscheint, heißt das noch lange nicht, dass es in den Augen des guten Hirten so gesehen wird. Im Gegenteil, sein Leben zählt, das Leben des Schafes zählt viel mehr als die Wolle, die es produziert oder das Lammkotelett, das es produziert. Das Leben des Lammes ist entscheidend und er wurde selbst zum Opferlamm. Er gab sein Leben für uns selber hin. Man sagt, auf dem Sterbebett von Elisabeth I. soll sie gesagt haben, all meinen Besitz für einen Augenblick Zeit.
Mit anderen Worten, sie wollte eine Lebensverlängerung, eine Nachspielzeit. So wie beim Fußball. Was sie wollte, war ja einfach gesagt, sie wollte mehr Jahre für das Leben. Aber ist das genug? Ich meine, wo endet das dann? Irgendwann ist trotzdem alles zu Ende. Reicht das denn aus? Mehr Jahre für das Leben. Müsste es nicht viel mehr heißen, mehr Leben für die Jahre? Denn das wäre ja ein erfülltes Leben. Auch wenn es kurz ist. Aber es wäre ein erfülltes Leben. Auf einem irischen Grabstein steht, gibt es ein Leben vor dem Tod? Fragezeichen. Das ist eine gute Frage. Und damit wären wir schon beim zweiten Punkt angekommen. Geistliches, das geistliche Leben, Leben im Überfluss. Gott ist da und schenkt uns Leben. Er schenkt uns geistliches Leben und zwar im Überfluss. Und das ist so wichtig, weil sich daran im Grunde genommen alles entscheidet. Wenn wir hier auseinandergehen und du das nicht weißt, dass du entschieden für Christus bist, dass du ein Kind Gottes bist, dann hat sich dein Leben im Grunde genommen nur im Sande verlaufen dann später. Ob es wirklich ein Leben vor dem Tod gibt, ob es schon jetzt Leben vor dem Tod gibt, bevor ich sterbe, das ist die entscheidende Frage, die ich heute beantworten muss. Charles Haddon Spurgeon, ein sehr bekannter Evangelist, sprach einmal in einer Predigt, in einer Evangelisationsveranstaltung. Und nach der Veranstaltung kommt ein junger Mann zu ihm und sagt ihm, ja, Bruder Spurgeon, ich weiß, ich sollte mich bekehren, aber noch nicht sofort. Ganz verdattert fragt Spurgeon, warum denn nicht? Daraufhin die Antwort, ich möchte noch etwas Leben haben. Da lachte der Spurgeon los, man kann sich ja vorstellen, das ist ein Baum von einem Mann gewesen, dann lachte dieser Mann los und sagt, etwas Leben will er haben, etwas Leben will er haben. Das wäre mir nicht genug, sagt er, das wäre mir nicht genug. Das muss schon das ultimative Leben sein, das muss schon grenzenloses Leben sein. Das will ich haben, sagte Spurgeon. Ja, man lebt ja schließlich nur einmal. Es wäre gut, wenn das Leben so wäre wie ein Strom, der ständig nachfließt, der ständig neues Wasser bringt und wo immer genug Leben vorhanden ist. Kennt ihr vielleicht Zeitpunkte in eurem Leben, wo ihr mit allem rundum zufrieden seid und dass ihr sagen könnt an der Stelle, am liebsten wäre es mir, wenn die Zeit stehen bliebe. Der Augenblick, den ich einfach festhalten könnte. Aber das ist nicht möglich. Du kannst den Augenblick nicht festhalten. Die Zeit zerrinnt uns unter den Fingern. Dann versuchen wir etwas anderes. Wir versuchen, Leben zu konservieren. Aber auch das ist nicht möglich. Das kannst du mit Erdbeermarmelade machen oder was auch immer. Aber das kannst du nicht mit Leben machen. Leben ist nicht konservierbar. Und außerdem, sich von Konserven zu ernähren, ist ja auch nicht so prickelnd, oder? Ich meine, es gibt ja das Original, das richtige frische Obst oder was auch immer. Da gibt es deshalb Leute, die leben wie auf der Überholspur. Sie kriegen nie genug. Und im medialen Zeitalter kann es so aussehen, dass man durch die Kanäle zappt am Fernsehgerät, dass man sich durch das Netz googelt, und dass man alles postet, was interessant oder nicht interessant ist, man alles öffentlich macht, postet, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Es sind übrigens schon viele Todesopfer zu beklagen, die beim Selfie-Machen abgestürzt sind oder beim Nachrichtenlesen gegen einen Baum oder Straßenlaterne gelaufen sind. Im Verkehr wäre es natürlich dramatischer, aber auch das ist ja Dramatik pur. Wir versuchen zu leben, weil wir ja nur einmal leben. Woraus entnehme ich dann, dass es mehr gibt als das, was wir eben betrachtet haben? Eine höhere Bestimmung sozusagen meines Lebens. Nun, es heißt ja hier, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Mit anderen Worten, er wird errettet werden. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Selig werden bedeutet hier also errettet werden. Gleichsam ist das die Voraussetzung, dass wir Leben im Überfluss haben können.
Zunächst einmal muss klar sein, dass du errettet worden bist. Und dann bekommst du geistliches Leben, schon hier und heute. Und hast damit auch ewiges Leben, Leben im Überfluss. Das Leben bedeutet hier nicht nur das natürliche Leben, das auch. Aber es bedeutet nicht nur das natürliche und vergängliche Leben, sondern es bedeutet mehr. Es bedeutet die Gewissheit des zukünftigen Heils. Die Frage ist, weißt du das? Wenn du diese Erde jetzt verlassen müsstest, weißt du, dass du ewiges Leben hast? Das ist die entscheidende Frage. Ewiges Leben. Und wenn es hier heißt volle Genüge, dann bedeutet das, es reicht. Es reicht einfach aus. Es genügt. Es ist überfließend, übersprudelnd. Leben ist doch mehr als existieren, oder? Oder vegetieren. Leben ist doch mehr als nur Existenz. Aber wie sollte ich leben, wenn ich doch die Zukunft gar nicht sehe, gar nicht kenne? Deshalb habe ich es mal so formuliert, nur wer weiß, wohin er geht, wenn hier alles vorbei ist, kann aufleben, kann leben und auch in schweren Zeiten überleben. Nur wer das weiß, gut zu wissen, dass unser guter Hirte sein Leben für uns hingegeben hat. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Das ist die Heilsgewissheit, die wir haben müssen. Normalerweise ist es übrigens umgekehrt. Normalerweise werden Schafe gehalten, um geschlachtet zu werden, damit sich der Hirte von dem Schaf ernähren kann. Damit er von dem Schaf oder wegen dem Schaf leben kann. Bei Jesus ist es andersrum. Jesus gibt sein Leben, er wird das Opferlamm als Hirte, damit er die Schafe errettet. Und das ist das Phänomenale, das ist das Starke. Heute Nacht starb ja unsere Schwester Katharina Hübner und wir haben sie noch vor 3 Wochen besucht mit einigen Geschwistern. Unsere Katharina war dabei, Rebecca und Markus Penner waren da und wir haben Lieder gesungen, wir haben gebetet für sie, wir haben aus dem Wort gelesen, was mich so beeindruckt hat. Und ich habe jetzt im Laufe der Zeiten schon viele Christen vor dem Tod begleitet. Was so beeindruckend ist, ist, sie strahlen einen Frieden aus. Sie sind ganz entspannt. Sie strahlen einen Frieden aus. Und ich wünsche mir diesen Frieden. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob man weiß, wohin man geht. Wer einen erwartet, das ist ein gravierender Unterschied. Am Ende des Lebens angekommen, musst du gar nicht viel wissen. Aber du musst Frieden mit Gott haben. Das ist genug. Nur wer bereit ist zu sterben, kann ja auch, das ist ja logisch, oder? Nur wer bereit ist zu sterben, der kann auch leben. Wenn ich nicht mit meiner Endlichkeit rechnen würde, und denke, ich werde ewig leben, dann kann ich ja auch gar nicht leben. Nur wer bereit ist zu sterben, wer sich darüber bewusst wird, kann auch wirklich leben und aufleben. So wie es in Psalm 23 heißt, du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Ja, Probleme werden kommen, aber du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein, volles Programm. Gutes und Barmherzigkeit werden folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Beste kommt noch. Und das ist das, worüber wir uns freuen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Das ewige Leben ist grenzenlos. Life unlimited, könnte man sagen. Wenn das eintritt, worauf die Christen warten, also die Entrückung, Klammer auf, Klammer zu, dann ist die Episode von Tod und Verderben vorbei. Dann ist es passé. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, nach der Bibel nachgerechnet, übrigens bezieht sich auch das Volk Israel ja auf Adam und Eva und schreibt ihre Zeitrechnung danach ausgerichtet und sie sind kurz vor der 6000er Marke. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, in der der Mensch nie etwas aus der Geschichte gelernt hat. Das ist ja das Interessante. Sind dann passé. Dann beginnt die Ewigkeit. Denn wir haben, so sagt es der Prediger 3, Vers 11, wir haben ja Ewigkeit in unseren Herzen. Daraufhin sind wir angelegt. Und dann wird es erneut heißen, Gott ist da und schenkt uns aber dann ewiges Leben. Er löst dann sein Versprechen ein. Paschauer Sisters singen in einem
ihrer Lieder, also Jahre zurück, einer Bibelschulgründer der Bibelschule Brake ist ja der Vater, John Paschauer. Die Paschauer Sisters singen in einem Lied: Ich freue mich auf den Augenblick, wenn alles dunkel weicht zurück, wenn Jesus kommt und holt uns zur Herrlichkeit. Und im Refrain heißt es: An jedem Tag wird mein Herz fröhlich sein, an jedem Tag bin bei Jesus ich daheim. Als die Tochter von Katharina Hübner uns Helen letzte Woche angeschrieben hat und gesagt hat, wir rechnen stündlich mit dem Schlimmsten, dann dachte ich, stimmt nicht. Mit dem Besten. Das Beste kommt ja noch. Hier heißt es in Johannes 10, ein paar Verse weiter, Johannes 10, Verse 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. In diesem Vers, in diesen zwei Versen, sind drei Voraussetzungen enthalten und drei Zusagen. Voraussetzung Nummer eins ist: Meine Schafe hören meine Stimme. Hörst du die Stimme Jesu bei dem ganzen Lärm um Corona hin oder her? Oder bei dem Trubel, bei dem Stress, den du hast auf der Arbeit oder wo auch immer, hörst du denn die Stimme Jesu? Meine Schafe hören meine Stimme, so heißt es hier. Zweite Voraussetzung: Ich kenne sie. Gott kennt meinen Namen. Kennt er deinen Namen? Steht dein Name im Buch des Lebens? Das ist eine Voraussetzung. Ohne das wird es nicht klappen. Und die dritte Voraussetzung: Und sie folgen mir. Die Schafe folgen mir. Hast du dich entschieden, ihm zu folgen? Wenn nicht, dann ist heute eine gute Möglichkeit. Dann würde ich das heute festmachen. Die Schafe folgen ihm. Folgst du ihm? Hörst du auf seine Reden? Wenn das so ist, dann gibt es drei Zusagen, die Jesus uns gibt. Und das ist die eigentliche Lebensversicherung oder Lebenszusicherung, die er uns gibt. Drei Zusagen. Da heißt es zunächst einmal: Ich gebe ihnen das ewige Leben. Na bitte, da sind wir beim Thema. Gott ist da und schenkt uns Leben, bringt Leben. Hast du diese Heilsgewissheit? Wenn nicht, sprich uns drauf an. Sprich mit uns. Zweite Zusage Jesu: Sie werden nimmermehr umkommen. Ganz im Gegenteil, sie werden nicht umkommen, sie werden Leben im Überfluss bekommen. Jesus garantiert uns das. Nichts weniger als das. Und die dritte Zusage Jesu: Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, wie auch, wenn wir eingegangen sind durch die Tür und an der Tür steht der gute Hirte, der uns beschützt. Wie sollte uns dann jemand aus seiner Hand reißen? Wir haben doch eben erkannt, dass er die Tür ist. Billy Graham, einer der bekanntesten Evangelisten des 20. letzten Jahrhunderts, er wurde einmal in seinem Leben danach gefragt, nach dem Leben, über das Leben nach dem Tod, was er darüber denkt. Und er sagte Folgendes: Eines Tages wirst du hören oder lesen, dass Billy Graham tot ist. Glaube nicht ein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich jetzt bin. Ich habe dann nur meine Adresse geändert. Ich werde in die Gegenwart Gottes gegangen sein. Gott ist da und bringt Leben. Das kann bei dir so sein, das ist bei mir so. Gottes Segen beim Nachdenken.